Herzlich willkommen zum Freitagsvideo. Heute, ja, dieses Mal mit etwas mehr Energie und vor allem mit mehr Konzentration, weil hier jetzt kein kleiner Leo mehr um mich rumwuselt, der noch alles irgendwie entdeckt und alles kaputt knabbert. Ja, gut. Wir haben Freitag und ich habe euch ja schon im letzten Video gesagt, dass dieses Video jetzt direkt ans letzte Video bei mir gedreht ist. Und ja. Was auch noch das ist, ist, dass ich euch ja Tipps geben wollte zum besseren Schlafen bei Wärme und bei Hitze. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Also der erste Tipp, den ich euch habe, ist eine Schüssel mit Wasser ins Zimmer zu stellen, mit kaltem Wasser. Weil wenn das Wasser verdunstet, dann entsteht Verdunstungskühle oder so, wie das heißt. Und dadurch wird dann das Zimmer etwas kühler und die Luftfeuchtigkeit geht hoch und man kriegt auf jeden Fall besser Luft. Also warum es genauso ist, kann ich euch jetzt nicht erklären, aber ich kann euch erklären, dass es funktioniert. Wenn ihr Hasen habt oder andere Tiere, die im Stall sind, hilft es auch, wenn ihr euch zum Beispiel, also wenn ihr einen Lappen nehmt und den nass macht und den dann auf den Stall drauflegt, dann haben es auch die Tiere etwas kühler als zweiter Tipp, ohne jetzt was nichts mit nachts nur zu tun hat. Mein nächster Tipp ist, ja, die Deckenwindel. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man nimmt da die Decke und tut sie halt zwischen den Beinen, so wie so eine, ja, wie so ein, in so einer Kelchform, ja, Kelchform. Und dann bedeckt man damit zum einen die Nieren und zum anderen eben die Blase und dann kann man, dann kriegt man keine Nierenentzündung oder eine Blasenentzündung, aber hat sonst überall alles frei und ist schön luftig. Ja, dann der nächste Tipp, den ich habe, ist eben die Füße einfach ausstrecken. Das ist, klingt jetzt ein bisschen blöde, aber ist halt so, hilft wirklich auch. Dann ein weiterer Tipp sind Leintücher benutzen, also alte Leintücher nehmen, zerrupfen und dann einfach als Decke benutzen. Oder eben, was ich zum Beispiel mache, ist, ich nehme nur das, die Verpackung von der Decke, also der Bettbezug und tue da dann drunter schlafen, weil das ist dann auch schon, das ist dann so eine Mischung aus Leintuch und Bettdecke. Weil es ist ein bisschen dicker als ein Leintuch, aber dünner als eine dicke Decke. Und dann ist der jetzt schon mal nicht mehr so kalt, aber auch nicht heiß. Das kann, hilft manchmal sehr. Dann ein Tipp, den ich für mich immer benutzt habe. Ich habe früher immer Leintücher, also so diese Bettbezüge, als, ja, als Bettunterlage für mich benutzt. Und habe dann da drauf geschlafen, damit ich am nächsten Tag nicht in der Schweißlache liegen muss, weil das war so unangenehm nass. Ja. Und so war es dann eben nicht nass, sondern eben so konnte man dann das Nasse einfach aufhängen und am nächsten Tag ja, am nächsten Tag war es dann aber nass. Also ist nicht so der perfekte Tipp, aber es hilft zumindest für eine Nacht mal. Nur für zwei. Ja, was gibt es denn noch? Was ich nicht empfehle, ist auf jeden Fall mit Ventilatoren oder Klimaanlagen im Zimmer zu schlafen. Da kriegt man immer einen Zug und immer irgendwie dann. Dann erkältet man sich immer. Ja, ein weiterer Tipp von mir ist ein Lüftungstrick. Nämlich, man macht die Zimmertür, das Zimmerfenster auf, während man nicht in dem Zimmer drin ist. Also es funktioniert nur für Leute, die ein getrenntes Schlafzimmer zum Aufenthaltszimmer haben. Und die, dann macht man eben das Fenster auf und lüftet, während man selbst nicht drin ist und macht die Tür zu. Und dann geht, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber dann ist es auf jeden Fall kühler. Und wenn man, wir eben in der Theorie leider ein sehr, sehr kleines, eine sehr, sehr kleine Wohnung hat, dann hilft es manchmal auch einfach, drei, vier Fenster gleichzeitig aufmachen und dann einfach die Türen offen lassen und dann einfach Durchzug zu. Wenn man weg ist, einfach so einen Durchzug zu machen und dann eben irgendwann die Tür zumachen und dann bleibt da drin schön kühl. Ja, was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch? Was ich nicht empfehle, ist auf jeden Fall was Kaltes vorm ins Bett gehen trinken. Weil wenn man was Kaltes trinkt, dann sendet der Körper, kriegt der Körper die Signale gesendet, Kälte, Kälte und dann produziert er von sich aus noch Wärme und dann wird es einem eher noch wärmer als kalt. Und der zweite ist,
Ja, und dann habe ich noch einen Tipp, wenn man noch was trinken will oder so vorm ins Bett gehen, entweder was in Zimmertemperatur oder eben eher etwas Warmes wie Tee, weil dann wird es einem eher frisch von innen raus. Ja, und dann noch ein Tipp ist, für alle, die eben total überhitzt sind, kann man sich auch zum Beispiel Wickel machen. Also so Wickel, nicht Wadenwickel, aber halt so Fußgelenkwickel mit kaltem Wasser, was ich nie machen würde, wenn es mit Wasser ist und ich kein Wasserfan bin. Aber es soll laut meiner Mom auch dafür sorgen, dass man es dann kühler hat. Ein weiterer Tipp ist, wenn man kurz vorm ins Bett gehen ist, nochmal die Handgelenke unter kaltes Wasser halten, weil das kann dann auch dafür sorgen, dass man ein erfrischendes, kühles Gefühl hat. Ein weiterer Tipp von mir an dem Punkt ist, geht einfach erst früh am Morgen ins Bett, weil da ist es immer ein bisschen kühler. Ich weiß auch nicht, dann ist die Nachtkälte im Zimmer und dann ist es einfach kühler. Das ist nicht gerade der super Tipp, aber naja. Ja, macht's aber nicht, wenn ihr noch zur Schule oder zur Arbeit müsst, weil sonst seid ihr total gerädert. Das kann man machen, wenn man frei hat. Nur so als Anmerkung. Ja. Hui, was fällt mir noch ein? Ohne Decke schlafen würde ich nie empfehlen, weil da ist immer das Risiko, dass man sich irgendwie dann erkältet oder so. Und ganz ehrlich, im Sommer eine Erkältung ist richtig unangenehm. Ja, mehr fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht ein. Ja, außer natürlich, man kann natürlich auch noch ohne Nachthemd oder ohne Hemden und Hosen schlafen oder so eben, damit man dann eben mehr Luftzug hat und nicht so viel Stoff. Aber das denke ich, das weiß, glaube ich, jeder irgendwie. Gut, das war eigentlich alles, was ich euch zu diesem Thema zu sagen hatte. Ging eindeutig etwas einfacher ohne Leo. Also keine Videos, während Leo rennt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Vor allem wünsche ich euch ein kühles Wochenende. Ich hoffe jetzt mal, dass es heute nicht den ganzen Tag regnet, weil sonst wäre der Satz total doof. Aber für mich ist ja jetzt gerade erst Dienstag und das heißt, ja, so bei uns war es jetzt gerade die letzte Zeit schönes Wetter und ja. Und deswegen habe ich euch auch diese Tipps heute gehabt. Gut, wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir gerne, wenn ihr mögt, was auf Twitter oder Facebook oder an die bell.rietemeyer@outlook.com. Oder ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr mögt, was in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao!